Inmitten der politischen Spannungen im Nahen Osten hat sich im Iran eine Tragödie ereignet. Bei einem Flugzeugabsturz nahe Teheran starben 176 Menschen. Erste Meldungen, wonach auch Deutsche unter den Opfern seien, hat das Auswärtige Amt nicht bestätigt. Die Boeing 737 der Gesellschaft Ukraine International war kurz nach dem Start abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Die Ursache ist unklar. Der ukrainische Präsident Zelensky hat eine Untersuchung angeordnet. Diese Bilder zeigt das iranische Staatsfernsehen. Es soll den Absturz des ukrainischen Passagierflugzeuges zeigen, gefilmt von einem Iraner mit seinem Handy. Die Boeing 737 war 6 Minuten nach dem Start in der iranischen Hauptstadt in der Nähe des Imam Khomeini-Flughafens in Parand, einem Vorort von Teheran, abgestürzt. Keiner der 176 Insassen überlebte. Das Auswärtige Amt dementierte die Meldung, dass unter den Toten auch Deutsche waren. In Kiew betonten die Manager der Airline die Professionalität der Flugzeugcrew und den einwandfreien Zustand des 3,5 Jahre alten Flugzeuges vor dem Unglück. Das Flugzeug wurde erst am 6. Januar routinemäßig überprüft. Es gab keinerlei Anzeichen von Problemen. Die Maschine war in einem guten Zustand. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Das Wichtigste ist es erstmal, den Datenschreiber und den Aufzeichnungsschreiber von den im Cockpit gesprochenen oder auch gehörten Dingen zu bergen und auszuwerten. Und das kann man nicht per Hellsehertum machen. Und Regierungen sollten das auch nicht festlegen, was sie gerne als Unfallursache hätten. Die iranische Regierung spricht kurz nach Absturz des Flugzeuges von einem technischen Defekt, während ukrainische Behörden vor Spekulationen warnen.